und hier ist noch eine. So. Jo, dann die Dosen packen wir mal da unten hin. Die grünen Fleischbällchen. Hoppla. Sind auch Fleischbällchen. Und nochmal Fleischbällchen. Ah, Fleischbällchen hat er sehr viele hier. Okay. Kann auch irgendwie als Survival-Mensch nicht auf Fleisch verzichten. Warum auch immer. Also man will's nicht. Man kann schon, man will irgendwie nicht. So, da ist irgendwie so ein Denken vielleicht bei den vielen drinne. Aber mit dem, was der hier hat an Essen, Lebensmittel und so weiter, könnte man sich schon ein Weilchen ernähren. Im schlimmsten Fall der Fälle. Da haben wir nochmal Erdnussbutter. So. Und das kommt so. Bin ich immer noch gebückt hier. So, den Kasten packen wir mal. Kann man hier rein? Ne, das ist zu breit. Dann tun wir den erstmal hier hin. So, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir machen hier noch mal ein bisschen Platz, damit das zweite Regal da hinten auch noch hier hin kann. So. Ja, da kann hier schon rein. Nice. Dann würde ich hier die Gurkenleser reinpacken. Hier oben. So, eins. Zwei. Komm, drei. Da haben wir noch eine Gurke. Und die vier. Das ist die nächste Gurke. 5. 6. Nein, genau. 7. Und die 8. So, dann die roten Dinger hier. Kommen da. Eins tiefer. Da haben wir noch was Rotes. So. Und die hier kommen hier unten hin. Sieht schon viel, viel aufgeräumter aus. Ist zwar noch nicht fertig, aber... Aber besser als gar nicht, sagen wir so. Keine Ahnung, was das ist. Aber davon hat er anscheinend sehr, sehr viel. So, da haben wir auch noch was. Reis packen wir mal hier oben hin. So.
haben wir noch mal Reis. Ja, das eine Beutel ist mit dem Ding hier, mit dem Schrankregal hier miteinander verschmolzen. Reis hatte sehr viel hier. Ich finde es doof, dass wir das nicht miteinander stapeln können. So. Da geht's noch hin. Hier noch einer. Ich würde sagen, den packen wir noch ein bisschen nach hinten. So. Dann können wir den hier auch noch mit da drauf packen. So. Und das können wir hier mit reinpacken. Zwar jetzt nicht so ordentlich, aber hier hat er noch einen zweiten Kanister, sehe ich gerade. So, das packen wir hier neben. Da sind noch die Nudeln. So. Dann haben wir den hier noch. Ja, den packen wir gleich hier hin. Tun wir die hier mal an die Seite. Ja, komm so. Und so. Und das kommt dahin. Und das kommt hier hin. Die passen hier gar nicht drauf. Nice. Kommen die da oben hin? So. So. Dann haben wir es jetzt hier auch aufgeräumt. Wenn der jetzt irgendwie rumheult oder so, dass ich hier Ordnung gemacht habe, aber ich gehe nicht von aus, der wird sogar dankbar sein. Dann können wir hier den Auftrag auch schon beenden. 10.500, nice. Das ist gut. Sieht doch gut aus, finde ich. Kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Hier so ein Bunker. Ja, wir müssen auch demnächst mal schauen, dass wir ein neues Haus kriegen. Dass wir dieses Bild am angezeigt kriegen, gefällt mir gar nicht. So, was gibt's denn für Häuser? So, was haben wir? Wir haben fast 180.000. Historisches Haus? Zwei Etagen, Räume 16. Und kostet nur 78.000. Dieses elegante Haus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts
muss renoviert werden. Der Vorbesitzer war ein berühmter Künstler. Der Großteil der alten Möbel ist immer noch drin. Wollen wir das nehmen? Ich glaube schon, das können wir nehmen. Ja, wir wechseln darüber. Wir nehmen das. Vor allem für so wenig Geld. Lohnt sich definitiv. Das sieht ja richtig nice aus. Ach. Wir sind jetzt hier. Boah. Mit Wasserfall hier. Direkt im Garten. Also hinterm Garten. Nice. Und dann hier Balkon. Okay, Garten ist nicht so richtig groß. Obwohl hier steht 1114 Meter. Aber. Hey. Und einen Steg haben wir. Können wir da drauf? Nein, auf den Steg können wir nicht. Schade. Boah. Das ist geil, das hier. Komm, wir sehen uns einmal drinnen um. Okay. Das ist der Flur. Komm, machen wir den Müll weg. Hier ist irgendwas rot. Können wir das Ding entfernen? Ja. Die Säule hat was. Erneuern. Nee. Wie erneuern wir das jetzt? Weiß ich nicht. So. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Ja, das ist ja richtig nice, die Hütte. An sich, okay. Wie es aktuell noch aussieht, noch nicht. Boah. Hoppla. Da haben wir noch Müll. Oh, und den Müll machen wir eben weg. Ne, das können wir eben verkaufen. Fenster ersetzen. Machen wir alles nach und nach. Jetzt will ich erstmal die komplette Hütte hier sehen. So, jetzt mal wieder ein Ruckler. Jo. Überall auch Kamine. Ich glaube, die Kamine lassen wir. Also, beziehungsweise machen wir irgendwann später wieder dran. Aber erstmal das ganze Zeug hier loswerden. Yo. So, die Hütte gefällt mir definitiv. Ein richtiger Palast. Den ganzen Müll hier weg. Das eben noch verkaufen. Also ich bin richtig sprachlos, was die Hütte hier angeht.
So, das verkaufen wir auch. Hier den Teppich verkaufen wir. Ah, hier haben wir die Küche. So. Die Hütte wollen wir auf jeden Fall für uns haben. Dann können wir die andere verkaufen, wo wir aktuell noch leben. Hier geht es wieder in den Garten. Hier haben wir ein Schlafzimmer. Kleines. Das Bild kommt weg. Ich würde vorschlagen, wenn das hier die Küche ist, machen wir hier raus einen Vorratsraum. So, dieser Ruppler wieder. Hier geht es ins Badezimmer. Oder wir machen hier raus einen Vorratsraum. Oder vielleicht so einen begehbaren Kühlschrank oder sowas. In der Richtung. Die Türen machen wir weg. So. Hier den Teppich weg. Komm, die Dinger müssen auch weg. Wir machen so eine Mischung aus modern und antik. Den wollen wir auch behalten. Boah, das ist ja richtig nice. Das hier wird das Wohnzimmer sein, definitiv. Ah, die Vorhänge hier können wir noch verkaufen. Gut. Die Fenster machen wir später. So, hier waren wir schon. Was haben wir hier? Was wir hier raus machen, bin ich ein bisschen überfragt. Was haben wir da? Ah, den Raum wieder. So, Lichtschalter machen wir weg. Den hier auch. Da haben wir auch noch einen blöden Lichtschalter, die von Farbe her nicht so meins sind, auf jeden Fall. Da auch. Hier ist gar keins. Hier ist auch, da ist eins. So, waren wir hier unten jetzt überall drinne? Hier unten scheint er ja nicht gerade groß zu sein, da ist aber noch einer. Und hier. Okay, dann würde ich sagen, ab nach oben. So, Obergeschoss. Das weg. Das weg. Hier liegt noch Müll. Wir fangen hier mit an. Boah, das ist. Hier wird Ankleidezimmer. Hier eigenes Badezimmer. Tür muss weg. Hoppla. Egal. Die Anschlüsse werden wir neu verteilen. Ah, die muss ich so verkaufen. Tür weg. So. Die Lampe weg. Und jetzt den Müll.
Ah, den Raum muss ich noch. Und diese Lampe und die Tür. Den blöden Lichtschalter wieder. Und den. Diese braunen Lichtschalter, ey, die sind schrecklich. Dann haben wir hier auch noch einen Raum. Das wird mein Zimmer. Ich bin am Überlegen, vielleicht hier auch ein bisschen so umzubauen. Sogar ein paar Wände einzureißen, so dass ich hier die Wand einreiße, dann das große Badezimmer draus mache. Und vielleicht da auch noch die Wand einzureißen und also hier und daraus das große Ankleidezimmer zu machen aus den beiden, dass ich hier die Wand so zumache oder die Wand hier so zumache und das Stückchen dann einreiße. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und hieraus, keine Ahnung, ein Arbeitszimmer mache. Obwohl, wird reichen, wenn ich nur das hier zumache, hier einreiße, hieraus wieder ein Badezimmer mache, Arbeitszimmer. Und hier das große Schlafzimmer. So mit. Oh, sieht das nice aus. Oh, ich liebe schon dieses Haus. So, jetzt erstmal den Müll hier weg. Boah, ich habe mich richtig verliebt in diese Hütte. So, da haben wir wieder so einen Lichtschalter. Die Lampe muss auch noch weg. Hier ist kein so ein Lichtschalter mehr. So, ne, hier noch einer. Und die Tür weg. Die Lampe weg. Das Lichtschalter weg. Da haben wir noch Müll. Hier haben wir irgendwo noch einen Anschluss. Da. Dann werden wir alles neu machen, komplett. So, das weg, das weg, das weg. Was haben wir hier? Damenschuhe, okay. So, Kamine brauchen wir hier auch auf jeden Fall. So, dann das weg. Ja, der Boden ist aber auch komplett versaut mit Farbe hier. Weil hat er hier nicht. Ich würde sagen, die Dinger hier unten, die Leisten, machen wir auch erst einmal weg. Komme ich so da ran, ne?
Muss ich vorher erstmal Fenster ersetzen. Dann machen wir später hier neue Leisten rein. An den komme ich nicht ran. Doch, so. Ne, komme ich nicht dran. Ne. Hier komme ich nicht so ran. So, kann ich das jetzt ersetzen? Irgendwie nicht. Gegenstände ersetzen. Gedrückt halten und auf Gegenstände transportieren ändern. Ah. Erneuern. Aber ich kann den jetzt nicht. Wie erneuere ich das? So auf jeden Fall nicht. Aber ich fange an, hier mal sauber zu machen. Und mal schauen, was man hier so noch rauskriegen kann. Boah, das wird aber ein krasses Projekt auf jeden Fall. Sobald wir das hier fertig haben. Diese Tür werden wir später machen. Dann hier noch den ganzen Dreck. So, da gibt es noch jede Menge. Boah, ich feiere diese Hütte total. Keine Ahnung, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber die ist schon geil. Wäre nur dieser Ruckler nicht hier, wenn der jedes Mal speichert, da oben links. Wäre es noch geiler. So, unten haben wir, glaube ich, alles sauber. So, zumindest was Innenräume angeht. Dann gehen wir oben einmal putzen. Hier. Ah. Die Decke, also den Fußboden hier haben wir einigermaßen hingekriegt. Das ist gut. Ah. Die können wir auch wegmachen. Fenster müssen wir definitiv ersetzen. Und hier jetzt die ganze Farbe. So. So, jetzt das königliche Schlafzimmer. Hier haben wir noch sowas. So, dann müssen wir einmal nach draußen in den Garten.
Boah, was geil wäre, wenn wir hier auch noch so eine Garage hätten oder sowas. Hier ist zwar die Einfahrt, so. Würde ich das hier erstmal vielleicht zumachen. Also, komm, die Tür verkaufen wir erstmal eben. Und den Weg hier auch. So, weg, weg, weg. Vielleicht machen wir einen anderen Weg. Einen besseren oder so. Und dann geht es hier zur Garage. Aber ich habe keine Ahnung, wie man. Komm, wir fällen erstmal oder den Baum hier. Komm. Den können wir entfernen und den können wir jetzt auch entfernen. Wäre nice, wenn wir noch eine Garage bauen können. Jetzt wird es langsam dunkel hier. Und wir fangen an mit dem Rasenmähen. Fangen hier an. So. Ja, außerhalb des Grundstücks können wir jetzt auch schlecht. So, ein bisschen schneller fahren wir mal. Komm, volle Pulle. Obwohl, nee, das. Na komm, das Tempo passt. So, dann machen wir. Das hier eben. Na, die müssen wir so entfernen. Okay. Die sind immun gegen Rasenmäher. Und dann das Stückchen hier. Nee, so funktioniert es nicht. Schade. So, sobald wir den Rasen fertig haben, schauen wir mal, was wir hier machen können. So, aber ich würde sagen, sobald ich dieses Stück vom Rasen hier fertig habe, machen wir ein kleines Päuschen und sehen uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Aber ich werde dann in knapp einer Stunde oder so wieder weiter aufnehmen. Und ja. Für euch macht sich da eh keinen Unterschied. Also ihr kriegt immer eh so 20 bis 40 Minuten Folgen. Und das jeden Tag. Mittlerweile sogar schon drei Spiele, so drei verschiedene Folgen am Tag. Also ja. Dann sage ich schon mal vielen Dank, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns morgen. Ciao.